Am Samstag, den 20. August, veranstaltete der Markt Lubburg einen Kinder- und Familientag. Im Rahmen des Ferienprogramms wurde der neue Spielplatz an der Grundschule und die neu errichtete Straße zum Sportplatz, der Lohhofer Weg, feierlich eingeweiht. Bürgermeister Manfred Hauser begrüßte die zahlreichen Besucher und Familien und bedankte sich in seiner Rede bei allen, die zum Gelingen dieses Projektes zum Wohle der Lubburger Kinder beigetragen haben. Alle Spender sind verewigt auf einer Tafel, die hier am Rande des Spielplatzes steht. Und diese schöne Tafel hat uns der Herr Tobias Hirl in Eigenarbeit gefertigt und hat uns nichts gekostet. Danke an alle Spender. Als Gast war auch Staatssekretär Albert Füracker gekommen und sprach ein paar Grußworte, in denen er die Bedeutung der Kinder für unsere Zukunft erläuterte. Wir wollen ja in Lubburg ein familienfreundlicher Ort bleiben, weiterhin sein. Und da gehören Baugebiete dazu, da gehört ein Kindergarten, eine Kindergrippe, eine Schule dazu und eben auch ein Kinderspielplatz, der funktioniert, der attraktiv ist, wo junge Familien sich gerne aufhalten und insbesondere unsere Kinder sich austoben können. Eine wunderbare Geschichte hier, ganz ein toller Spielplatz und der wird sehr frequentiert werden, da bin ich mir sicher. Der Markt hat ja auch einiges vor mit Baugebieten und sonstiger Entwicklung für junge Familien und deswegen, glaube ich, ist der Weg richtig und sind diese Investitionen wirkliche Zukunftsinvestitionen. Hier möchte man gerne Kind sein und bei den Anwohnern habe ich um Verständnis gebeten, Kindergeschrei ist Zukunftsmusik. Den kirchlichen Segen für den Spielplatz und dem Lohhofer Weg spendete Pater Nixon. Es wurde für viele unfallfreie und unbeschwerte Spielstunden gebetet. Möge dieser Platz ein Platz der Freude, des Zusammenkommens und friedlichen Zusammenlebens sein, zum Wohle unserer Kinder und alle, die hier kommen. Bürgermeister Manfred Hauser sprachen wir im Interview noch einmal genauer auf den Lohhofer Weg an. Ich freue mich, dass wir heute zwei Dinge einweihen können. Zum einen den Spielplatz neben der Grundschule, wie Sie ihn im Hintergrund jetzt sehen, komplett neu gestaltet durch unseren Bauhof und geplant. Und wir können zugleich den Lohhofer Weg der Bestimmung übergeben. Er verbindet den Ortsteil Lubburg mit dem Ortsteil Haid und natürlich mit unseren Sportanlagen. Der Weg zum Sportplatz wurde ja ohne einen Gehweg fertiggestellt. Hierzu gibt es ja gegenteilige Meinungen. Das war natürlich einer der größten Diskussionspunkte im Vorfeld. Ich habe mich mit der Polizei und den Experten beim Landratsamt diesbezüglich unterhalten. Zum einen ist folgende Situation eingetreten. Wir haben ab der Einmündung in den Lohhofer Weg, ab der Kreuzung nach Haid, haben wir auf 50 begrenzt. Das heißt, wir haben das Ortsschild rausverlegt und ab der Bebauung, in der Bischof-Konrad-Straße ist sogar Tempo 30 bisher erinnern. Dann haben wir links und rechts noch einen Versorgungsstreifen bzw. eine Bankette angelegt mit 1,50 Meter. Den kann man, wenn er jetzt fest ist, als Gehweg nutzen. Zum anderen haben wir, Gott sei Dank muss ich sagen, keinen einzigen Unfall gehabt auf dieser Strecke, seit dass wir die Statistik zurückverfolgen konnten. Es sprach also nichts für einen Gehweg und es sprach vieles gegen ihn, denn er hätte ca. 20.000 bis 30.000 Euro an Kosten mehr verursacht. Wir haben uns das sehr gut überlegt und sind zu dem Kompromiss gekommen, wie er jetzt ist. Wir haben komplett beleuchtet bis zum Sportheim. Das nimmt zusätzlich Gefahr weg und ich denke, alle Behörden waren damit einverstanden. Wir sind auf einem guten Weg. Die Kinder nahmen den Spielplatz sofort nach Eröffnung in Betrieb. Und das Rahmenprogramm mit Feuerwehr, Schützenverein, Polizei und THW informierte über interessante Sachen. Jetzt lässt das Blaulicht wieder ausschalten, über den blauen Rückdrucker. Genau, jetzt ist es wieder aus. Der Sportverein ließ die Fußballer in runde Kugeln stüpfen und die amerikanischen Familien spielten Flag Football, bei dem man sich nicht umrennt, sondern dem Gegner an den Streifen packt. This is Flag Football. Okay. Less aggressive. The mission is to just take the flags off and then it restarts as if it were a tackle. Am Stand der Burg Falkenlubburg hatten Alt und Jung großen Spaß am Lasergewehrschießen. Ob hier die nächsten Olympiasieger heranwachsen, ist noch nicht geklärt.
Bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem wurde zusammengesessen und über allerlei geratscht. Rundum war dieser Kinderfamilientag der Marktgemeinde Lubburg ein großer Erfolg.